Hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2015. Zusammen mit dem lieben Krunk. Hallo. Hallo, und ich hätte vielleicht den Seher wechseln, runtersetzen sollen. Ich merke gerade was. Ich muss mal ganz kurz auf den Desktop. Das Oh, heißt, was hast du denn diesmal verkackt? ihr habt jetzt kurz keinen Sound. Nein, ich habe muss mal irgendwie. Ich kann nicht reden, während ich das auf dem Desktop mache. Sorry, geht gerade nicht. Sowas aber auch. Boah, wie der Trecker mal gar nicht aus dem Arsch kommt. Man muss dazu mal sagen, wir haben jetzt relativ viel privat so gezockt. So, jetzt. Ich habe gerade bloß den Sound vom Spiel ein Stückchen runterdrehen müssen vom Windows und meine Push-to-Talk-Taste ist alt. Und da brauche ich dir nicht sagen, was passiert, wenn ich andauernd alt drücken muss nebenbei. Ja, ist auf jeden Fall nicht so prickelnd. Ja, so. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Erzähl, wir spielen privat LS sehr viel. Ja, Momentan. und ich muss momentan und ich muss ehrlich gestehen, Alter, was der Trecker einfach mal nicht aus dem Arsch kommt. Die Leute wundern sich bestimmt, jetzt gehen gerade irgendwelche komischen Fenster bei mir auf. Ich habe jetzt GPS erstmal aktiviert. Na dann. Ja, der kommt hier gar nicht aus dem Kasten. Gar nicht. Da kann Ja, hier mit 3 km/h überfetzen. wir Hammerhart. sind Nee, halt, 5. wir privat haben wir jetzt halt wirklich schon einen Hof, der lässt sich sehen, sag ich mal. Der ist auf jeden Fall was weiter. Das Ding ist ja auch, man muss ja auch dazu sagen, wir haben da jetzt endlich herausgefunden, wie man am besten und am schnellsten Silage herstellt. Und ja, daran liegt das wahrscheinlich. Ja, gehe ich mal von aus. Bloß das können wir hier noch nicht machen, weil da fehlen noch ein paar Geräte für. Ah ja, falls ihr übrigens wundert, der Kontostand, ich meine, ihr seht jetzt nur beim guten Richter, Nee, bei mir sieht man das der gar nicht. ist Ich habe mich jetzt. noch gar nicht eingeloggt, aber ich kann mich jetzt auch nicht als Admin einloggen. Bin in der Aufnahme. Schlecht. Das Passwort kommt da nicht ganz so gut. Ach ja. Denn Ja, also wir haben. das Passwort, warum das Passwort nicht so gut ist, dass man das sieht, ist ganz einfach. Falls ihr, das kann man jetzt nur ja mal schon mal hier so ein bisschen raushauen, falls ihr Bock habt, mal mit uns zusammen zu zocken, LS, also privat, nicht hier in der Aufnahme, dann könnt ihr das nämlich tun. Dann müsstet ihr uns bloß mal anschreiben, dann könnt ihr bei uns ins TS erstmal kommen. Wir machen uns ein Bild von euch und wenn wir denken, okay, das passt, dann könnte man nämlich euch einladen auf unseren LS-Server mit IP und allen so Kram und da könnt ihr dann in unserer Privatsitzung in Anführungsstrichen mitspielen. Und da solltet ihr nicht unbedingt das Admin-Passwort kennen, weil die Aufnahme läuft auch auf dem Admin-Server, aber halt ein anderer Safe-Game. Ja, das Passwort ist nicht ganz so sexy. Ja, gut, komm. Das ist mehr Joke als alles andere. Vor allem. Ah, scheiße, ey, wenn ihr wüsstet, was das Passwort ist, ey, ihr würdet euch totlachen. Das hat wirklich nur mit, das ist einfach nur funny. Ja, irgendwas musste ich nehmen und da mir dieses vorgegebene Passwort, ne, das war irgendwie 9 Zeichen, groß, klein, hier hast du es, diese ging mir ultra auf den Keks. Ja, das ist sowieso ein Warum Problem. fährst du da jetzt denn drüber? Das Ding ist doch eh neben dem fertig, bist du da dann. Hä? Du hast gesagt, ich soll den Mähdrescher fahren, also jetzt fahr ich Mähdrescher, also nerv nicht. Ja, aber du fährst beim Feld, was noch nicht fertig ist. Geh doch hinten lieber gruben. Ja, kann ich ja dann machen, wenn ich hier das abgemäht habe. Jetzt nerv mich halt nicht, oder? Jetzt wird er direkt wieder arrogant, der Kerl. Nein, jetzt habe ich extra GPS aktiviert. Jetzt fahre ich das zu Ende, Alter. GPS ist nämlich ein toller Mod, Leute. Wenn man kapiert, wie er funktioniert. Ja gut, eigentlich ist er gar nicht so komplex, sag ich mal, ne? Ja, aber es sind halt schon viele komische Knöpfe und du musst halt viel gucken. Dass er auch ja alles richtig eingestellt. Ich habe die komplette Funktion immer noch nicht ganz kapiert. Bin froh, dass die Karre geradeaus fährt. Verstehst du, wie ich meine? Ja, schon klar.
Dieses kleine Seewerk, ne? Das war ohne Scheiß. Geht mir ultra auf den Keks. Ja, wir haben halt in unserem Privatgame halt schon hier das Allergrößte. Es grubt auch gleichzeitig noch selber. Ah, ja, das ist so eine schöne Sache. Ja, was ich aber mal ansprechen wollte, und da kannst du dich jetzt einfach mal dazu äußern. Ah, cool. Darf ich wieder Ich unvorbereitet, weißt du? überrumpel dich jetzt. Und zwar haben wir neulich darüber geredet, was wir so vor, gemeinsam in Zukunft mal vorhaben. Ne? Und da habe ich halt dann in meinem Infovideo gestern, oder was heißt Infovideo, in meiner ETS-Folge, wo ich sehr viel über LS komischerweise gesprochen habe, total behindert halt, Okay. habe ich dann halt gesagt, ja, wir sind da gerade am was machen und wir gucken mal, zwecks Community technisch da ein bisschen was aufzubauen. Ach so, die Geschichte. Ich hoffe, ich habe da dir jetzt nicht zu viel vorgenommen oder so. Nö. Ja, vielleicht kannst du da dich ja auch nochmal dazu äußern, was da genau so Sache ist. Weil ich habe das bloß grob angeschnitten. Das Ding ist wiederum die finanzielle Sache und die Zeit, die da drin steckt. Ganz ehrlich, der Rest ist, ne? Die Zeit, die das frisst, ist halt das Problem. Zumal du dich da ja absolut null auskennst in dem Gebiet, sag ich mal. Du meinst jetzt Homepage-mäßig oder was? Ja. Ja, doch, kenne ich mich tatsächlich ein bisschen aus. Ta-da-da-da, Überraschung! Nee, nicht Überraschung. Gut, dann fangen wir doch mal einfach an. Iframes, sagt ihr was? Damit habe ich noch nicht. Ich habe mit MySQL damals viel gearbeitet. MySQL ist eine Datenbank, liebe Jungs, keine Homepage. Ich bin jetzt pingelig. Nein, Nein, wie das hieß denn sind das ganz andere, was da unterschiedliche noch. Warte, Sachen. nein, MySQL und wie hieß das andere? Was mit dabei war? Vor allem, wenn ich wirklich pingelig wäre, würde ich jetzt allein schon wegen der Aussprache meckern, weil das heißt nicht MySQL, Ah. sondern Jetzt wird er MySQL. ganz konformer hier. Gucken euch an, den Ja, Profi. ich hatte früher mal eine Seite, das ist natürlich, ist kein Scherz. Nein, Die war. ist ja jetzt auch egal. Ich habe erst mal gesagt, in meinem Video, kann ich ja jetzt schon mal, kann ich ja hier jetzt auch noch mal sagen, dann haben es einfach alle mal mitgekriegt. Ja, auch dein Video? Ja, aber dann haben es die LS-Schauer, also die nur LS-Schauen auch gesehen, gehört so rum. Ah, okay. Also die Community soll erstmal auf Teamspeak-Basis laufen. Ihr habt es gerade wahrscheinlich schon mitgekriegt. Haha, Überraschung. Es wird auch sich dann irgendwann eine Homepage mit Forum irgendwie mal zusammenbasteln lassen, aber das ist halt noch ein bisschen hin. Wie gesagt, mit dem Teamspeak, ich spreche da einfach zwischen, die IP ist bekannt. Du kannst sie durchaus rausgeben. Das wusste ich Ich nämlich nicht, dachte, deswegen habe ich sie gestern in der Folge nicht reingeschmissen. das Ding ist einfach nur, was sich unter Kanone verhält, fliegt schneller als einem lieb ist. Ja, also wir sind da ziemlich rigoros und wenn wir in unseren Channeln sind, in Anführungsstrichen, sag ich mal, also die auch unseren Namen tragen, sprich Richter Gaming und Grunk Zockt, dann hat man uns nicht anzusprechen. Sowohl Stupsen als auch irgendwelche komischen Chats oder so, Ja weil. gut, ich sag mal so, stupsen, okay. Nee, das Da kann ich haut ja noch mich mit aus dem leben. Spiel raus. Wenn ich dann in der Ach so, Aufnahme bin, okay. schlecht. Also. Ja gut, da habe ich wieder den Vorteil mit meinen zwei Bildschirmen. Ja, richtig. Also bei Crunk, ja, okay, bei mir halt nicht. Und bei da bin ich dann rigoros, da wird dann auch schnell. Zweimal wird verwarnt innerhalb von einem Kick und beim dritten Mal dann ziehe ich halt Konsequenzen, ist halt so. Ja, ich meine, wir hängen ja meistens eigentlich in den Channels rum. Liegt halt darum, dass wir hier. Wir haben. Eigentlich ist es Ja, Schwachsinn, wenn man wir es nicht quatschen ja macht. mit sonst keinem. Es ist ja kaum einer drauf, außer die Minecraft-Jungs, die ja bekannt sind aus unseren Minecraft-Sachen. Also, Ja, aber die sind ja die. auch immer meistens für sich unterwegs. Die sind ja auch meist im Aufnehmen oder sowas, Ja, also. richtig. Also, die Leute im Aufnehme-Channel sowieso nicht ansprechen. Das ist sowieso nur so eine Sache. Das können, die können zwar anstupsen, das ist, ne, also ganz ehrlich, aber die Channels werden so oder so, die sind so eingestellt, wenn Person X drauf ist, dass das Ding gelockt ist. Ja, okay. Also, wenn einer von den YouTubern drauf ist. Ja, sobald halt der Channel die zwei Slots hat, kann da keiner mehr reinspringen, dann ist der Channel voll. Also das Außer meinst du, den ja, Admin. das meinst du, ja. Wo haben wir denn unseren Gruber stehen, Alter? Den habe ich gerade hinten dran und Ach fliege so. hier irgendwie so halb durch die Gegend. Haben wir nicht noch einen leistungsstärkeren Traktor, weil der hier, der kommt überhaupt gar nicht aus dem Knick gerade. Die sind beide so für ein paar Eimer. Ja gut, ich könnte. Ja, ich hole den Lambo, egal.
Nein, leih bitte nichts. Auf ich hol den Lambo hoch. Unseren Lambo. Den wir gekauft haben. Für Silage. Oh, sorry, halb gestorben. Ich hör's. Nein, den Lambo, den wir für Silage gekauft haben. Unseren weißen Traktor, so. Den hole ich. Können mal gucken, was das Feld hier nebenan kostet, wenn das in deinem Sinne wäre. Nummer 30. Ich, ja, mach ruhig. Wenn sich das lohnt, klar, warum nicht? Weil wir wollen, wir haben jetzt halt, man muss dazu sagen, wir haben jetzt, ich glaube, 4 oder 5 Folgen mit Silage verbracht. Nur wird mal Zeit, dass wir halt wieder was anderes tun. Und deswegen wollen wir uns jetzt halt gerade ein bisschen auf Feld spezialisieren wieder. Was kostet die gute Kiste? R-Feld kaufen. 57.000 gönne ich uns, ne? Das ist jetzt Feld 30, ne? Ja. Ja, gut. Das werde ich jetzt auch direkt besehen, weil das sieht schon gepflügt aus. Da schmeißt ich ja, auch ja, die frischen Felder sind immer alle schon gegrubt. Kannst du immer direkt besehen. Ja. Außer bei gemoddeten Karten, habe ich gemerkt. Bei gemoddeten Karten kann es auch mal anders sein. Ja, ich meine, ist ja nicht weiter wild. Ich finde aber sehr schön halt dieses Liniensystem, was es jetzt hier gibt, so mit dem GPS. Ja. Du siehst einfach, wo du aufpassen musst und so. Eben, eben. Als nächstes würde ich dir dann auch persönlich vorschlagen, das Feld 25 ist ein bisschen billiger als Feld 30, aber wir kommen halt mal ein bisschen aus der Pusche, weißt du? Ja, es geht. Und die liegen halt schön nah aneinander. 38. Ist 38 fertig? Geh mal gucken. Da bin ich gerade auf dem Weg hin, deswegen habe ich ja den Lambo geholt, falls ich da gruben muss, weil ich glaube, ich muss da gruben. Achso, das heißt, ich bin momentan der Seearsch und du bist der Grubarsch. So in der Richtung. Sauer war es aber auch. Ach ja, ach ja, ach ja. Was wir festgestellt haben in unserem Privatspiel, wir werden uns jetzt relativ schnell wahrscheinlich so eine Düngemaschine mal besorgen. Weil die anscheinend relativ viel bringt. Wobei, kaufen könnte man sich die ja, ne? Ja, ich meine, kosten tut sie ja auch nicht viel, ne? Da ist bloß dann halt wirklich die Frage, lohnt es sich, ja, ich muss hier gruben. Oder? Muss ich hier gruben oder ist die gegrubt? Könnte auch gegrubt sein, weiß ich nicht. Aber hier steht an einer Reihe steht hier noch irgendwie komische Sachen. Warte mal, ich fahre jetzt einmal mit dem Gruber drüber, dann sehe ich es ja. Da, wo dieses Zeug steht. Ja. Erstmal kurz GPS aktivieren. Das scheint gegrubt zu sein. Das weiß ich tatsächlich nicht. Wie gesagt, kann auch sein, dass ich da drüber gefeuert bin und ich es vergessen habe. Mit Headset nicht. Man weiß es einfach nicht. Ich fühle mich nur extrem lahm mit dieser kleinen Seemaschine, wenn ich das nochmal so sagen darf. Man sieht auch sehr schön hier am Blick, dass sie sich leicht nach rechts zieht. Weshalb das Steuern mit dem Teil echt für den Arsch ist. Wenn ich das so sagen darf. Ich muss jetzt gerade mal was ganz kurz gucken. Ich bin hier gerade voll irritiert. Warte mal. Achso, okay. Feld 38. Ja, ist gegrubt. Kann besät werden. Das sind bloß ein paar einzelne Dinger, die da gegrubt werden müssen. Okay. So wie das aussieht. Das heißt, zum Sehen ist auf jeden Fall noch jede Menge da. Du hast auf jeden Fall noch genügend zu tun, ja. Tolle Sache, tolle Sache. Na, wir wollen ja nicht, dass du keine Arbeit hast, ne? Ist klar. Das ist sowieso so komisch, wie die sich so verzieht. Ja, ich bin jetzt bei Bahn Nummer 3. Ich habe so das Gefühl, das werden noch 20 Bahnen hier. Könnte sein. Super. Alter Falter. Oh, ein Löwenzahn fliegt hier durch die Gegend. Oh, ein Löwenzahn. Nein, nicht weggehen. Mann, jetzt ist weg. Wir haben übrigens auch festgestellt, dass die Ernte tatsächlich abhängig auch davon ist, vom Wetter. Wir können bei Schnee nicht ernten.
Mysteriös, mysteriös. Verstehe ich gar nicht. Ich meine, bei uns fahren doch auch die Mähdrescher im Winter rum. Ja, aber bei komplett zugeschneiten Feldern. Ja, Ernte ist halt Schnee, ist doch egal. Kann man auch verkaufen. Das Frischwasser ist ein oder so. Schneeballsystem. Ja, genau, Schneeballsystem. Ah, nee. Achso, Crunk. Ja, bitte. Erinnere mich bitte mal nach der Aufnahme daran, dass ich mal noch was ganz kurz mit dir besprechen muss. Hat das was mit Minecraft zu tun? Nein, das hat, nein, aber da siehst du, wenn du mich gerade daran erinnerst, habe ich auch noch was. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass da noch was kommt. Hast du meine Folge gesehen oder was? Nö. Das hast du meine ETS-Folge gesehen, da habe ich nämlich was dazu gesagt. Ja. Sollte das der Fall sein, dann werden wir das vielleicht, also alle beide Sachen, in der nächsten Folge, das heißt beim Crunk, erwähnen. Ich weiß auch noch gar nicht so genau, worum es geht. Genau, und ich gucke jetzt erstmal, wie lange wir schon aufnehmen. Und wir nehmen schon lang genug auf. Das heißt, das waren auch meine Schlussworte. Ach schön. In diesem Sinne, ja. Denkt immer schön dran, abonnieren, kommentieren und bewerten. Bei der nächsten Folge geht's zum Crunk und da gebe ich jetzt auch hin. Auf Wiedersehen, bis dann. Haut raus, ciao.